Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! 9. Mai 1941, um kurz vor 6. Situation ist folgendermaßen, ich gebe euch mal ein kurzes Lagebild. Wir haben einen Konvoi angegriffen, der von Freetown ausgehend Richtung Westen Kurs hatte. Konnten einen Tanker versenken mit ungefähr 9000 und haben Treffer gelandet auf C3. Anschließend ging es in den Keller für eine schöne oder eher unschöne Wasserbombenverfolgung. Wir haben einige Schäden genommen, allerdings kein Wassereinbruch. Wir sind gut aus der Sache rausgekommen. Und dann hat sich das Ganze folgendermaßen dargestellt. Hier drüben, ungefähr bei Punkt 6, also und wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter hier in der Richtung, da ist ein Teil des Konvois unterwegs. Die Geleitsicherungsfahrzeuge, die konnte man sowieso gerade schon auf der Brücke erkennen, wenn wir gerade mal schauen, die sind in dieser Richtung unterwegs. 4 Stück an der Zahl müssten das sein. Man kann noch schön die Rauchfahnen erkennen. Und dann hat sich noch eine dritte Gruppe abgesplittert und die sind hier drüben unterwegs und das ist jetzt unser aktuelles Ziel. Das ist nämlich einmal hier drüben ein Liberty und etwas weiter dahinter fahrend ein C3. Also die haben sich tatsächlich, der komplette Konvoi hat sich jetzt einfach in 3 verschiedene Gruppen aufgeteilt und Plan ist jetzt natürlich, ich meine, Glück für uns ist natürlich, dass die Kriegsschiffe zusammen sind und einfach ziemlich weit von hier entfernt sind. Locker 20 Kilometer Entfernung, 15 bis 20. Also alles gut. Den hier vorne würde ich vielleicht sogar aussparen und eher hier wirklich auf die dicken Dinger gehen. Also den Liberty, für den haben wir auch schon eine Torpedolösung, genauso wie für den C3. Dann werden wir die jetzt angreifen und anschließend unseren Kurs ändern und dem restlichen Konvoi hinterherheizen. Denn da waren ja noch einige Frachter unterwegs. Das ist jetzt mal der Plan. Schäden wurden noch nicht vollständig behoben, merkwürdigerweise, vielleicht weil zu viele Männer auf der Brücke sind, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte Johann das eigentlich schon zugewiesen, hier die Reparatur für Turmaußenbereich, aber er geht dann direkt an die Dieselmaschinen, komischerweise. Also irgendwas habe ich hier wahrscheinlich übersehen, obwohl es hier schon angezeigt wird, dass die Reparaturen durchgeführt werden. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht sind gerade aktuell zu viele Leute auf der Brücke, könnte ich mir vorstellen. Aber ist auch nicht so dramatisch. Ich denke, wir werden auch so zurechtkommen. Also beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Wir gehen jetzt in Angriffsposition. Setzen uns noch ein Stückchen davor. Dann gehen wir auf Tauchstation und drehen hier praktisch ein. Und werden dann die beiden hier angreifen. Und den dritten, wie gesagt, der ist mir fast... Da ist mir fast die Zeit und ein Aal zu schade. Also ich würde tatsächlich wirklich nur die dicken hier nehmen. Und dann dem restlichen Verbund an Frachtern hinterher knüppeln. Weil das, die dürften, abgesehen von dem Kreuzer, tatsächlich komplett ungeschützt sein. Und das ist natürlich die Gelegenheit. Warum sie das jetzt wieder so gemacht haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Wie gesagt, die ganzen Geleitsicherungsfahrzeuge, 4 Stück haben wir gezählt, die haben sich zu einer eigenen Gruppe formiert und scheinen wieder Kurs auf Freetown genommen zu haben. Und die fahren jetzt hier getrennt von denen und haben ebenfalls Kurs auf Freetown genommen. Also es ist alles sehr merkwürdig, aber durchaus in unserem Sinne. Okay, hier drehen wir uns und dann gehen wir auf Tauchstation. Kapitän. Höchste Zeit, wir sind eh schon relativ nah dran. Nicht, dass die uns dann doch noch entdecken. Also einmal runter in den Keller. Und dann werden wir unseren zweiten Angriff fahren. Liberty war, glaube ich, ungesichert, also unbewaffnet. Der C3 hat aber auf jeden Fall Bewaffnung mit an Bord. Deswegen machen wir das jetzt hier als Unterwasserangriff. So, jetzt sollten wir aber langsam hier mal runterkommen. Möglichst schnell, bevor wir gesichtet werden. Komm schon. So, sehr gut. Auf Tauchstation. Auf E-Motor. So, Boot ist getaucht. Seerohr besetzt. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen näher dran kommen. Und dann möglichst zeitgleich feuern. So, ich hoffe mal, die Torpedokurse stehen noch. Ah, es sind beides Liberty. Okay. Beides Liberty. Auch neu, ne? Die sehen wir jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal. Sind also jetzt auch neu im Spiel, sozusagen.
hier im Mai 41. So, Kursberechnungen sind perfekt. Schauen wir uns gerade nochmal die Aale an. Es waren gerade noch, ich hatte 3 Stück vorbereitet. Okay, die sind auch noch vorgewärmt. Das heißt, hier werden wir auch gezielte Schüsse fahren. Beide Maschinen AK. Ruhig noch ein bisschen näher dran gehen. So, schauen wir mal. Der läuft so einen Kurs, dann gehen wir vielleicht, naja, ungefähr auf die 1000 Meter. Bisschen drunter sogar. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, so ist schon gut. Das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt orchestrieren. Wir schießen zuerst auf ihn und dann verkürzen wir einfach die Distanz und gehen auf ihn. Jetzt müssen wir erstmal sicherstellen, dass die auch wirklich absaufen. So, okay, das sollte schon genügen. Kursberechnung ist gut für alle beide. Empire Trent. Schauen wir uns an. Der erste Liberty mit 7000. Tiefgang 7,2. Gezielter Schuss aus Rohr 2. Aufschlagzünder. Torpedotiefe 5,5. Rohr 2. Los. Kurs beibehalten. Beide Maschinen halbe Fahrt voraus. Und dann knöpfen wir uns den anderen vor. Sobald sichergestellt ist, dass der versenkt ist. Jetzt schauen wir aber gerade mal. Nee, hat tatsächlich keine Bewaffnung. Und ich dachte aber, ich hatte bei dem anderen Bewaffnung erkannt. Kann aber natürlich auch ein Irrtum gewesen sein. Moment, aber wir schauen erstmal natürlich jetzt. Schauen uns erstmal den Einschlag an. Eins am anderen. Da saust unser Aal. So, und wir haben ja tatsächlich, auch deswegen möchte ich diesem großen Konvoi hinterher, weil da ja auch theoretisch noch irgendwo der angeschossene C3 unterwegs sein muss. Es kam zumindest, oder Moment mal, kam jetzt vielleicht? Nee. Nee. Da müssen wir unser Werk natürlich auch noch vollenden. So, Treffer auf Liberty. Und das scheint auch direkt gereicht zu haben. Könnt ihr mir vorstellen. Empire Trent. Und da hinten ist der andere. Aber der ist mir tatsächlich, wie gesagt, allzu schade und ich will auch nicht zu viel Zeit verlieren. Und wir wissen ja auch nicht, ob nicht vielleicht die anderen, die Zerstörer, nicht doch wieder auftauchen. Die funken jetzt natürlich auch. Aber der scheint's, das scheint gereicht zu haben. Sehr gut. Haben wir eigentlich eine Horchpeilung auf den Konvoi? So. Kurs ändern. Der fährt uns ja sowieso vor die Rohre, da kann er zacken, so viel er will. So, da haben wir es doch, oder? Das sind die Kriegsschiffe. Okay, die sind jetzt vielleicht... Na, hier war die letzte Horchpeilung, also die sind schon irgendwo hier in dem Bereich. Aber solange wir diesem Kurs hier folgen werden, dann denke ich, werden wir die wieder einfangen. Da bin ich ziemlich sicher. Okay, dann kümmern wir uns jetzt um den anderen. Beide Maschinen langsame Fahrt voraus. Versorgen werden wir jetzt hier an der Stelle nichts mehr. Übrigens, der zählt natürlich jetzt schon noch als neutral. Aber nachdem die im Konvoi gefahren sind, für meinen Geschmack... So, da drüben haben wir sie. Für meinen Geschmack ist das ein legitimes Ziel. Vielleicht ist das ja auch tatsächlich der Hintergrund, warum die sich aufgeteilt haben. Weil schaut mal, er fängt an zu zacken und er nicht. Vielleicht ist das tatsächlich der Hintergrund, dass sie sich gedacht haben, na gut, wenn wir den Geleitzug auflösen, oder doch, jetzt fängt er an zu zacken, oder? Dann gelten wir vielleicht wieder als neutral, aber ich meine, die sind schon im Geleitzug mitgefahren, doch, der zackt schon. Also von daher ist das für mich ein absolut legitimes Ziel hier. Keine Frage. So. Gleiches Spiel, gleiche Einstellungen. Rohr 3 bewässern. Rohr 3 bewässern. 40 Knoten. Rohr 3 los.
Torpedo läuft. 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ja, und falls das nicht legitim sein sollte, dann sollst du dich bitte an deinen Arbeitgeber wenden, an meine Vorgesetzten. Also ein Schiff, das erst im Konvoi mitläuft und dann den Konvoi verlässt, um dann vielleicht wieder Neutralität zu erlangen. Sorry. Da machen wir nicht mit. Treffer auf Liberty. Und auch das sollte gereicht haben. 7239 Bruttoregistertonnen. Der säuft ab. Was für ein Schlachtfeld. So, der da hinten hat Glück. Den lassen wir tatsächlich ziehen. Weil wir jetzt direkt auftauchen werden, Kurs ändern und mit diesen Maschinen äußerster Kraft dem restlichen Konvoi hinterher. Bevor die sich da vorne nochmal anders überlegen und drehen. Die hatten uns nämlich schon ordentlich am Wickel hier. Die Geleitsicherungsfahrzeuge, muss man sagen, diesmal, die waren schon auf Zack. Da hatte ich zwischenzeitlich, war ich mir nicht mehr sicher, ob wir da noch rauskommen. So, der ist weg vom Fenster. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus, auftauchen. Und dem Konvoi hinterher. Er hat natürlich jetzt schon ordentlich Strecke gemacht. Ah, den kriegen wir schon noch eingefangen. Bestätigt. Punkt 8 hatten wir den, ne? Zuletzt. Also ungefähr aufs rote Kurs. Aber ja, der wird uns nicht auskommen. Der macht so viel Radau. Ich weiß auch nicht, wie viele Schiffe da jetzt noch übrig sind. Ich werde mal tippen. 5 bis 6 sollten das mindestens noch sein. Und so viele alle haben wir locker noch. So. Okay, das sind die Torpedierungen. Ah, wobei, das ist auch aus der letzten Folge. Das war der Tanker. Ach nee. Doch, doch. Olynthos war, glaube ich, der Tanker. Und das kam aber von dem, den wir gerade versenkt haben. Okay, Ansicht verlassen und wir verziehen uns. Und wie gesagt, wir werden jetzt nichts versorgen, weil wir einfach auch einfach unser Proviant zusammenhalten müssen. Wir haben noch einen ziemlich langen Rückmarsch. So. Andere Kriegsschiffe scheinen aber auch keine Anstalten zu machen, hier nochmal abzudrehen. Und uns hinterher zu kommen. Und ja, der ist halt jetzt, meine Güte, hätte man noch mitnehmen können. Müssten wir eigentlich, ne? Fällt mir gerade ein. Scheiße, der ist auch unbewaffnet. Mal schnell mit der Bordkanone dran. So viel Zeit haben wir, oder? Ich meine, der Konvoi kommt uns nicht aus. Ja, hilft nichts. Komm, dann nehmen wir den jetzt auch noch mit. Knackfuß, Deckelschütz bemannen. Hilft ja nichts. Hauptsache, die Kriegsschiffe tauchen nicht nochmal auf. Das würde ich jetzt gerne vermeiden. So, die Schäden wird immer noch nicht repariert, komischerweise. Also irgendwas... Irgendwo ist der Wurm drin. Eberhard. Okay, der schläft gerade. Johann. Geht nicht auf Reparatur. Na schön, wird sich schon irgendwie lösen lassen. Stopp, stopp, stopp. Das hätte ich fast verpennt. So, wir können schon direkt das Feuer öffnen. Den nehmen wir auch noch mit. Gut. Naja, der hat auch nochmal seine 5000, denke ich. Ja, aber das hat mir schon mal zumindest so ähnlich, würde ich sagen. Dass sich ein Konvoi relativ schnell dann nach so einem Angriff wirklich komplett gesplittert hat. Und die Kriegsschiffe dann einfach eine eigene Einheit gebildet haben, also eine Gruppe und dann dort abgelaufen sind. Und das haben wir jetzt nochmal. Das ist schon ein sehr merkwürdiges Verhalten, ne? Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Wenn sie jetzt die wichtigste Fracht vielleicht schnell nach Freetown zurück eskortiert hätten. Ja, das hätte ich mir noch eingehen lassen. Wir wissen ja nicht, ob da noch mehr Boote unterwegs sind und wenn da wirklich irgendwas super Kostbares dabei gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht noch als Argument nehmen können.
Aber dass die Kriegsschiffe einfach alleine fahren und die Frachter hier wiederum alleine lassen. Gut für uns, aber es macht keinen Sinn. So. Ah, das war's schon, ne? Das dürfte schon gewesen sein. Ja, der läuft ab. Wir drehen direkt bei. Herr Kaloy. So, und wieder ab unter Deck. Sehr gut. Der nächste im Bunde. Das sollten wir jetzt auch einmal durchfunken. Oh, 13.636. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, Brückenwache. Aufziehen. Maximale Sichtweite. Und dann geht's hier nochmal auf die Jagd. So, letzte Peilung bei Punkt 8. Okay, so weit ist das ja gar nicht. Empire Patrol hat gefunkt. Na, können wir uns denn durchlesen? Na, Öldorp ist nicht ausgeschlafen genug. Dann wechseln wir hier einmal. Wird nichts Wichtiges sein, aber... Der Vollständigkeit halber. So, müsste ja den Funkspruch... Ah ja, hier. Grüner Balken läuft durch. Okay, massive Rauchsäule. Wir wissen aber nicht, wer das durchgefunkt hat. Muss ja eigentlich eins der Kriegsschiffe gewesen sein, ne? Ja. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir hier rauskommen. Beide Maschinen äußerste Kraft voraus. Ah, die Funkmeldung war noch gar nicht raus. Okay, jetzt. Gut. Sehr schön. Ja, wenn sie jetzt noch die Reparaturen durchführen werden, also kann ich mir gerade auch nicht erklären. Wahrscheinlich stelle ich mich irgendwie blöd an. Aber wenn wir nochmal schauen, dann kann ich mich gerade auch... Ja, wobei Johann... Ja, der hat jetzt... kann der vielleicht... Moment mal, ich hab so eine Theorie. Da hat ja Kaliumabsorber drin. Ist er die vielleicht nicht losgeworden und konnte deswegen keine Ersatzteile aufnehmen? Das ist merkwürdig. Er kommt hier auch nicht ran. Seht ihr? Kann das nicht öffnen. Und mir ist das vorhin schon aufgefallen, ich konnte auch nicht auf die Brücke hoch mit ihm. Ja, geht immer noch nicht. Mit den anderen geht's. Also das ist wirklich merkwürdig. Ich meine, er ist jetzt der Reparatur zugeteilt. Aber irgendwas ist hier ganz komisch. Ja gut, müssen wir jetzt mitleben. Hilft ja alles nichts. Repariert er jetzt? Wird das jetzt durchgeführt? Also wir haben hier keinen Fortschrittsbalken und dergleichen. Ne? Das ist echt ein bisschen seltsam. Ja, ich brauche ihn jetzt sowieso an den Dieselmaschinen, damit wir AK haben. AK laufen können. So. Dann warten wir mal, bis der LI wieder erwacht ist. Vielleicht können wir es mit dem ja noch beheben, hier die Reparaturen. So. Sichtweite ist extrem gut mittlerweile. Maximale Sichtweite, da stehen wir bei locker 20, 22 Kilometern. Also sollten wir die relativ schnell schon zu sehen bekommen. Und meiner Einschätzung nach dürfte da, wenn man überhaupt von Sicherungsfahrzeugen reden kann, eigentlich nur noch der Kreuzer dabei sein. Schauen wir mal. Sehen wir vielleicht sogar schon was? Not yet, Kameraden. Er wird nicht lange auf sich warten lassen. Ist ja noch eine größere Gruppe. Die sollten gut sichtbar werden. Ansonsten, ja, wenn wir sie hier jetzt noch nicht zu sehen bekommen, dann werden wir einmal kurz rundhorchen. Da sind sie, okay. Da sind sie. Wir sind direkt hinter ihnen. Da wären schon die ersten Aufbauten erkennbar. Wir müssen natürlich trotzdem... Können wir da jetzt nicht reinballern wie die...
Wie die Wahnsinnigen. Es kann natürlich schon sein, dass immer noch irgendwie ein Zerstörer dabei ist oder eine Korvette, weil ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt 4 oder 5 Sicherungsfahrzeuge waren. Okay, es waren auf jeden Fall mehr. Scheiße, da ist schon der erste. Aber es dürfte überschaubar sein. Viel dürfte da nicht mehr los sein. Dann sehen wir zu, dass wir die jetzt überholen. Dass wir uns vorsetzen. So. Muss mal raus aus der Ansicht. Mhm. 5, 6, 7, 8, 9. Können das wirklich noch 9 sein? Ja, das scheinen tatsächlich 2 zu sein, die sich hier überlappen. Ich glaube, dann kommt er schon hin. Da ist ja noch ordentlich was geboten. Das ist auch ein dicker Brocken hier drüben. Oh. Ja, da geht schon noch was. Gut, wir schwenken hier mal so aus. Und sehen zu, dass wir uns dann vorsetzen. So, der LI ist wieder erwacht. Da schauen wir jetzt gerade nochmal. Also vielleicht hat irgendjemand eine Idee. Ihr seht... Gut, er ist jetzt gerade mit Nachladen beschäftigt. Das lassen wir vielleicht einmal durchlaufen. Aber hier wäre auch schon das Funkmessbeobachtungsgerät als nächster... Als nächste Tätigkeit, Reparaturtätigkeit eingereiht. Und er hat definitiv... Okay, wir brechen jetzt hier das Torpedoladen mal kurz ab. Er hat ja definitiv auch Ersatzteile dabei. So, er kann jetzt aber hochklettern. Okay, das hat nämlich mit dem anderen nicht funktioniert. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hier manuell machen können. So, Funkmessbeobachtungsgerät. Wird ein Ersatzteil benötigt? Er hat 5 Stück dabei. Hm. Das verstehe ich nicht. Huh. Okay, bin ich tatsächlich überfragt. Ihr seht ja, hier, das sind die Ersatzteile. 5 Stück hat er dabei. Warum führt ihr die Reparatur nicht durch? Alle anderen Reparaturen hat er auch durchgeführt. Das ist sehr, sehr schräg. Gut, verstehe ich nicht. Aber müssen wir halt jetzt mit leben können. Leben in der Lage, wie man so schön sagt, ne? Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Oh, die haben aber noch mehr Außensicherung. Als ich vermutet hatte. Erstmal hier ein bisschen Land gewinnen. Oh, und die fahren jetzt auch enger gestaffelt als vorher, habe ich den Eindruck. Legen Sie den Kurs an. Oder ist das der Kreuzer? Herr Kaloy. Könnte auch sein. Schauen wir nochmal. Och, dickes Ding. C3. Ah, das ist... Zerstörer, würde ich sagen, ha? Zerstörer voraus. C3 hinterher. Hier sehe ich gerade nichts. Könnte... Ah, ist nicht zu erkennen. Das Hero ausgefahren? Ne, das ist die Funkantenne. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht hier, ne? Da ist der Kreuzer. Auf 75 ungefähr. Kommt das hin? Na, das ist der Zerstörer hier vorne. Okay, ich meine, wir können schon mal Kurse berechnen. Gehen wir auf die Frachter? Oder sollen wir tatsächlich hier die Außensicherung mitnehmen? Wie viele Aale haben wir noch insgesamt? Herr Kaloy. Drei wird gerade nachgeladen. Ja, könnte sich lohnen. Er könnte tatsächlich Sinn machen, die Außensicherung auch mit anzugreifen. Und hinten haben wir auch noch einen Zaunkönig. Ich denke, das machen wir. Herr Kaloy. So, sehr gut. Jetzt haben wir das volle Bild. Das wird eine Korvette sein hier hinten, oder? Okay. Könnten wir sogar versuchen zu isolieren und mit der Bordkanone zu machen, wenn wir nicht mehr genügend Aale hätten. Mittendrin der dicke Kreuzer und der ein oder andere C3, der sich hier auch noch eingereiht hat. Dann würde ich sagen, wir greifen auf jeden Fall die Außensicherung an.
gehen nochmal ein bisschen auf Abstand hier. Lassen so lange den Kurs berechnen. Okay, der ist eh schon... Der ist reif. Gut, dann holen wir uns für die anderen auch die Rekurse. Moment, was war das hier? Ah, Wolke wahrscheinlich einfach, oder? So, oh, das geht ja super schnell mit den Torpedokursen. Dann werden wir auf ihn auch direkt rechnen. Ah, das ist der Angeschossene. Hier, da läuft er, seht ihr? Den werden wir auch... Na gut, das wären die ersten drei Ziele hier. Zerstörer, C3, C3. Und dann werden wir uns hier schön durcharbeiten durch den Konvoi, wie es gehört. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Rohr 3 geladen. Rohr 3 ist auch nachgeladen, sehr gut. Da haben wir unsere Torpedokurse. Bestens aufgestellt. Und auf den auch gleich rechnen. Wieso nicht? Bisschen Größenwahn hat noch niemandem geschadet. So. Dann gehen wir auf Angriffskurs. Okay, aber das Ganze machen wir natürlich unter Wasser. Oh, schaut euch das an. Ran an die Fleischtöpfe, Männer. Auf Seerohrtiefe gehen. So, Torpedowartung läuft. Sehr gut. Okay, dann gehen wir auf Tauschstation, greifen den Zerstörer an, anschließend ihn und ihn. Dann haben wir eh schon mal die dicksten rausgeschossen. Wir müssen halt nur auf die Korvette aufpassen, dass die uns nicht in die Quere kommt. Kreuzer sind ja erfahrungsgemäß jetzt nicht wirklich eine Gefahr, solange man nicht auftaucht. Aber über Wasser braucht man sich mit denen natürlich nicht anlegen. Aber ansonsten sind die eigentlich auch leichte Beute. Scheiße! Verdammt! Na gut, dann ziehen wir den jetzt hier raus. Und werden ihm einen Gruß aus der Küche servieren. Nämlich einen Zaunkönig. Scheiße. Bisschen zu übermütig geworden. Passiert. Okay. Den lassen wir jetzt einfach rankommen. Ballermaschinen, kleine Fahrt voraus. Ich glaube, zur Not haben wir auch noch einen zweiten Zaunkönig. So, dann lassen wir den mal nicht zu nahe kommen, falls das ein Torpedoversager wird. Distanz 3 Kilometer ungefähr. Alle Maschinen stopp. Zaunkönig auf 180 Grad laufen lassen. So. Das sollte wohl funktionieren. Rohr 5 bewässern. Maschinen sind gestoppt. Zaunkönig klar machen. Rohr 5. Los. Und wir haben noch... Hier ist auch noch ein Zaunkönig... Okay. Herr Kaloy, ein Sonar hat uns geortet. Wenn das jetzt auch noch funktioniert. So, schauen wir mal. Korvette ist noch nicht in Sicht. So, ich trinke aus einer leeren Kaffeetasse. Verdammt. So, Männer. Wenn das mal nicht klappt, wie am Schnürchen hier. Versager, ich glaub's ja nicht. Scheiße, jetzt wird's unangenehm. Verdammt, verdammt, verdammt. Beide Maschinen AK voraus.
Wir hätten auch noch eine Torpedolösung für den. Okay, das müssen wir jetzt mit dem aufnehmen. Scheiße! Zu siegesgewiss gewesen. Oh Gott. Das wird jetzt eng. Kommen wir da noch aus der Bahn? Scheiße. Hart Steuerbord. Sehr wohl, Herr Kaloy. Herr Kaloy, der hat uns geortet. Ach du Scheiße. Moment mal. Ah, ganz kurz. Ah, okay, ich dachte schon. Ich dachte schon, der hätte vielleicht hinten auch kein Geschütz, aber das wäre jetzt zu schön gewesen. So! Jetzt könnten wir hier Feierabend machen. Was machen wir jetzt mit der Situation? Das ist jetzt schon äußerst verkorkst. Wirft der jetzt Wasserbomben aus der Distanz? Wäre glatter Selbstmord. Wir müssen irgendwie unsere Bugrohre in seine Richtung bekommen. Das wird jetzt interessant. Backbord. Oh, 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 oh. Das sieht nach Rammstoß aus. War gerade nochmal gut gegangen, oder? Boah, wenn wir es irgendwie hinkriegen würden, uns einmal wirklich super schnell zu drehen und dann einfach Maschinen stoppen und Zaunkönig raus. Ja, solange wir kein Radau machen, sollte er auf den Zerstörer gehen. Was anderes bleibt ihm gar nicht übrig. Wir haben aber nur noch einen Zaunkönig. Und wenn der nichts wird... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schaffen wir das? Bestätigt. Ich muss mich ausruhen. Ah, sieht gut aus. Das könnte funktionieren. Das ist jetzt hier ein verdammter Tanz. Wenn man jetzt... Okay, wir versuchen das jetzt. Alle Maschinen stopp. Moment. Ausrichten. Wo ist der Dreckskerl? Zaunkönig klar machen. Rohr 1. Los! Beten, Männer, beten! Was für ein Manöver, hör mir auf. Bitte, bitte keinen Torpedoversager. Legen Sie den Kurs an! Sehr wohl, Herr Kaloy. Er hat angebissen. War zu erwarten. Scheiße. Bitte, bitte, bitte lass den treffen. Sonst weiß ich jetzt nämlich auch nicht. Mit einem gezielten Schuss das nochmal versuchen. Jawoll! Treffer. Das wird ja hoffentlich gereicht haben. Schwere Schäden am Rumpf. Schwere Schäden. Aber ist noch klar, ist noch einsatzfähig. Beide Maschinen AK voraus. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Leu. Könnte man es riskieren aufzutauchen, frage ich mich gerade, wenn er schon so schwer angeschlagen ist. Ich fürchte, der braucht noch einen zweiten. Oder geht da noch mehr runter? Ich fürchte, der braucht noch einen zweiten. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Wenn jetzt die Korvette... Oh, da kommt die Korvette. Ach du Scheiße. Torpedolösung ist bei 100%. Rohr 1 geladen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Und Schuss. Volles Risiko hier. Es hilft ja nichts. Rohr 2 bewässern. Aufschlagzünder. Nee, stopp. Magnetzünder. Bei dem Winkel. Moment, 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 Moment. Kapitän? Was sind wir denn? Der Alte hat ihn. Typ D. Tiefgang 2,74. Gehen wir auf 3. Magnetzünder. Rohr 2. Schnell laufen lassen. Los! Alles auf eine Karte setzen. Wir müssen den loswerden. 30 Sekunden. Beidrehen. Zu Befehl. Sonarwellen, Herr Kaloy. Ich brauche uns jetzt auch nicht mehr anpeilen. Der kann es mit bloßem Auge sehen hier. Komm schon, lass ihn treffen. Lass den treffen. Sieht nicht gut aus. Oh doch! Da war ich ein bisschen zu pessimistisch. Okay, das muss ja wohl gereicht haben. Sauf ab. Sauf ab, verdammt. Eieieiei. Heißer Tanz, Männer. Heißer Tanz. So, was macht die Korvette? Jetzt bloß nicht nachlassen. Das ist nämlich schon die Peilung von der Korvette. Einmal hier durchtauschen. Er sollte ein bisschen besser hören. Wo ist die Korvette? So, da drüben ist die Korvette. Der ist jetzt natürlich agitiert, sagen wir mal. Ich würde das jetzt so versuchen, dass wir hinter den kommen. Alter, die ganzen Funkübertragungen. Ja, ich würde versuchen, dass wir hinter den kommen. Aber eher in diese Richtung weg. Nicht, dass wir in die Feuerreichweite von dem Kreuzer geraten. So, und wir müssen schauen, dass wir hinter der Korvette irgendwie aufgetaucht kommen. Junge, Junge. So spannend war schon lange nicht mehr. So, kurz mal schauen, wie machen wir es. Ja, wir lassen den einfach auf uns zukommen. Ich speichere jetzt auch einfach mal gnadenlos hier. Nicht die beste Idee zu der Zeit, aber ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Oder wurde nochmal ein Zaunkönig nachgeladen? Moment mal. Das wäre jetzt natürlich... Nee, haben wir auch nichts mehr, oder? Ach, da wäre der. Können wir die hier manuell? Geht das? Das geht nämlich nicht, ne? Wenn sie einmal drin sind, sind sie drin. Scheiße. Okay. Ich halte das tatsächlich mit der Bordkanone die beste Idee gerade, ehrlich gesagt. Wir müssen nur... Er darf uns nicht überlaufen. Er darf uns nicht rammen. Aber er hat uns natürlich eingepeilt. Das wird jetzt super schwierig. Kurs setzen. Bestätigt. Ja, das könnte schon funktionieren. Wenn wir den Winkel hier jetzt schön spitz machen. Jetzt auftauchen. Das wird jetzt nochmal richtig unangenehm. Knackfuß. Sobald das Boot rauskommt, gehst du ans Deckgeschütz. Ah, es kann zu früh gewesen sein. Knackfuß. Ach du Scheiße. Er kann das manuell machen. Komm. Hoch da. Wir werden jetzt nochmal ordentlich was abbekommen hier. Das könnte jetzt auch wirklich völlig in die Hosen gehen. Also drück mal die Daumen.
Hoch, 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 schnell. Öffnen, hochklettern. Konzentration. Deckgeschütz. Lass nicht das Deckgeschütz gegangen sein. Drehen. Feuer. So, jetzt ist es ein Überwassergefecht. So. Nur mal ganz kurz. Stopp. Drehen. In seinen toten Winkel kommen. Herr Kaloy. Noch kann er uns beschießen. Aber den Zahn werden wir ihm gleich gezogen haben. Wir müssen nur hinter ihn kommen. Oho! Ach du Scheiße, das hätte ich ja nicht gedacht. Was waren das jetzt? Drei Schuss? Drei Schuss und der bricht direkt auseinander? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ich bin sprachlos. Korvette ist versenkt. Und damit die gesamte Außensicherung. So, irgendwas ist nochmal zu Bruch gegangen. Uzo, Turm, Borkum. Bitte führt die Reparaturen einfach durch, wenn es geht. Okay. Junge, Junge, Junge. Kapitän. Eberhard. Ich hätte gerne die Reparatur. Ich glaub's ja nicht. Okay. Na, so kann man es auch machen. Vielleicht nicht ganz nach Lehrbuch. Aber hat funktioniert. Kompressor an, Lenzpumpe an. Also da hat sich aber wirklich jeder eine Flasche Bier verdient. Und zwar eine ganze. So. Ah, Vogel, der ist ihm zugeteilt, nehme ich an, oder? Der kümmert sich jetzt hier um die Turmreparatur. Sehr gut. Guter Mann. Boot ist aktuell nicht tauchklar. Man sieht auch, wo es eingeschlagen hat. Bisschen verrußt. Kannst du auch eigentlich das schöne Turmlogo noch mal ein bisschen nachbessern hier mit grüner Farbe. Aber nicht jetzt. Okay, wir schwenken wieder auf den Konvoi ein. Hör mir auf. Das ist ja der Wahnsinn. So, Uzo können wir jetzt nicht bemannen wahrscheinlich aktuell, oder? Genau. Muss erst noch repariert werden, okay. Machen die hoffentlich. Ansonsten, ja, diesmal könnten wir wirklich mit einem relativ werftreifen Schlitten zurückkommen. Mangelnden Mut kann uns jedenfalls diesmal niemand vorwerfen. Na schön, Männer. Das soll es für den Moment gewesen sein. Den restlichen Konvoi werden wir uns in der nächsten Folge vorknöpfen. Ich denke mal, der Weg ist frei für einen weiteren Angriff. Sehen zu, dass wir den Kreuzer rausballern und alles, was da sonst noch so an bewaffneten Schiffen herumschippert. Und dann werden wir zusehen, dass wir die nach Möglichkeit alle versenken. Gut. Bin mal gespannt, ob der Plan funktioniert. Bis hierhin hatten wir, also ich glaube, das Kleeblatt. Vielleicht musste sich das Boot erst so ein bisschen dran gewöhnen, aber das Kleeblatt scheint ja tatsächlich langsam Wirkung zu zeigen. Also, das war jetzt schon unverschämt viel Glück. Na schön, für den Moment sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Falls ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal. Und ansonsten bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.